Ich begrüße Sie herzlich hier aus dem Volksparkstadion. Sie sehen es, das Wetter ist heute richtig gut. Optimale Bedingungen also. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir zeigen Ihnen heute das Rückspiel in diesem Wettbewerb. Hamburg SV gegen Hertha BSC. Das Hinspiel konnten die Gäste knapp gewinnen. Daher sind sie hier ja, ein klein wenig favorisiert. Aber das kann sich alles schnell drehen. Mal gucken, wer besser in diese Partie reinkommt. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Torhüter ist heute Daniel Heuer-Fernandes. Bakary Yatta steht mit Sonny Kittel auf dem Flügel. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das Volksparkstadion war früher nicht unbedingt das beliebteste Stadion, vor allen Dingen natürlich wegen der Laufbahn. Aber heute herrscht hier immer wieder eine tolle Stimmung. Die Fans wollen einfach nah dran sein am Geschehen. Das ist Wahnsinn. Das Spiel beginnt. Er nimmt ihm den Ball ab. Macht er gut. Geht dazwischen. Kinzombi. Der Schuss. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Da kommt die Ecke. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen. Es gibt Einwurf. Er hat Platz zum Flanken. Gute Aktion. Gefährliches Anspiel. Ja, wartet einen Moment. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Wir schauen uns das Tor noch mal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. In Addition beider Spiele steht es nun 3:2. Es geht weiter. Suat Serda, Kempf, Kevin Prinz Boateng, Hertha macht Druck, Marco Richter, die Gelegenheit um zu flanken, gut den Ball verteidigt, Peter Pekarik, ah das war zu lässig. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Da ist der Ball jetzt weg. Davy Selke. Suat Serda. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ja, setzt sich schön durch. Er war noch dran, gibt Ecke.
Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Der Abschuss mittig, passt aber trotzdem. Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Kinzombi. Pekarik. Marco Richter. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Meffert. Kinzombi. Klasse Aktion. Ja, könnte was werden. Platz für die Flanke. Der Ball kommt. Jetzt Eckball. Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Gute Aktion. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Unnötiger Ballverlust. Boyata. Toussaint. Kevin Prinz Boateng. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Ah, guter Steilpass hier. Er hält ihn, ist es denn zu fassen? Der Ball kommt rein. Gut, was die Abwehr da macht. Ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Der Ball ist weg. Sieht gefährlich aus. Chance zur Flanke jetzt. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Santiago Ascasiba. Suat Serda. Davy Selke. Ah, das sieht gut aus. Und sie verlieren den Ball dann doch. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Richtig gute Leistung. Die Hertha mit dem Anstoß. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass.
Da klatscht der Ball an den Pfosten. Kein Tor. Der Ball landet am Gestänge. Ja, da wollten sie es zu genau machen. Und da ist der Ball wieder weg. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Toussaint. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Kinzombi. Meffert. Sebastian Schonlau. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Kinzombi. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sie üben schon früh Druck aus. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Kevin Prinz Boateng. Marco Richter. Exzellentes Zweikampfverhalten. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Kittel. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Lässt sich hier weit zurückfallen. Kinzombi. Ist hier immer noch am Ball. Ball draußen, gibt Ecke. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt kommt die Ecke. Nee, da ist die Abwehr da. Jetzt sind sie am Ball. Santiago Ascasiba. Toussaint. Marco Richter. Kevin Prinz Boateng. Da trennt er ihn fair vom Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gefährlich! Plattenhardt. Kempf. Boyata. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben. Und das machen sie absolut souverän. Kevin Prinz Boateng. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Jetzt wird hier gewechselt. Nicht mehr dabei. Die Nummer 7, Demi Selke.
Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Der Freistoß war gar nicht schlecht. Das sieht man hier jetzt noch mal deutlicher. Aber der ging doch knapp vorbei. Und da dürfte hier so manchem der Atem gestockt haben. Das Ding hätte fast gepasst. Wir sehen den Wechsel. Moritz Heyer. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Sie bekommen den Abstoß. Santiago Ascasiba. Kempf. Darida. Und jetzt die Chance. Tor für die Hertha. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Zu 2 nun der Spielstand nach beiden Spielen. Es geht weiter. Kind Zombie. Kittel. Der Ball kommt. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Die Ecke kommt rein. Wir haben den Schlusspfiff hier in diesem Rückspiel. Sie sind also weiter.